Herzlich willkommen, Freunde. Echoort, der Jager, einen Gletscherakenaktor steht jetzt an. Yep. Und ich mach gerade schon mal ein bisschen Platz dafür. So. Ich hab, wie versprochen, meinen Bogen ausgerüstet. Endlich. So, was nehmen wir denn mal? Ich will Orakel haben. Ich will wissen, wo der ist direkt. Ich hab mir mal den Schleimbogen jetzt doch genommen. Weil ich glaube einfach, im Endeffekt ist das stärker als mein Feuerbogen, weil ich nur den von Koropeko habe. So, dann mal alle Abfahrt bereit machen. Bitte hinstellen. Bitte von den Gleisen zurücktreten. Dankeschön. Und alle gehen zurück vom Start. So. Echo-Ort. Echo. Oh, hoffentlich habe ich Heißgetränk dabei. Ich habe da welche dabei. Wenn nicht, eins langt mir, glaube ich. Oh, ich habe ihn gefunden. Ah, ich bin gut, ja. Ich hab's. Ich hab ihn auch nur gefunden dank meines Orakels. Ja, nicht weil, nicht, weil ich da gespawnt bin. Wollte es gerade sagen. Toll, und ich starte in der Base, ne? Ich darf jetzt erstmal ewig warten, weit laufen. Au. Hey, der und seine dämische Ram-Attacke mit seiner dämischen Lanze. Ich hab's ihm schon 100-mal gesagt, er hört nicht auf damit. So ab. Er ist halt nur gewohnt, alleine offline zu spielen. Da kannst du das machen, weil da bist du alleine. Hab mir mit dem Jagdhorn ja auch viele Sachen abgewöhnt zu machen, wenn alle drauf sind. Also, ich kann das vergessen, mit meiner Schärfe hier durchzukommen. Das ändert sich noch. Oh, hi. Also ich sag mal so, später kommst du auch mit Grün durch. Ja, ich habe auch nur Grün in meiner... Morph, sag ich schon, Gewehrlanze. Du prallst auch mit Blau ab, also von daher. Aber bei solchen Dingen habe ich halt gern die Morphaxt umgewandelt. Ja, kannst du mich vielleicht mal in Ruhe lassen? Nein, du bist zu köstlich. Ich hätte gern ein Lebens... Ne, okay. Geht nicht. Pam, dann schieße ich eben auf dich, mein Freund. Ach, schade. Oh. Ich würde gerade sagen, jetzt guck mal unter das Eis. Weil wenn er sich da unter das Eis verbuddelt, guck mal ins Eis, also du siehst ihn dort. Ja, wahrscheinlich nur an den Stellen, wo man nur durchgucken kann. Richtig. What the f- Wow! Nein! Aua! Toll, ein Ticken zu spät. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass der so einen Move damit macht. Ja. Da habe ich mich volle Kanne treffen lassen. Ich bin gerade so der Meinung, dass Bogen vielleicht doch nicht so geil war. Ja, natürlich! Au. Alter! Oh Mann, ich wollte mir gerade ansehen. Lass ihn doch mal einbuddeln. Also man sieht ihn nur so ganz leicht. So Schattentechnik. Ist er jetzt in Decke? Ja. Oh. Ah, da, ah. Jetzt sieht man es gut, den Schatten. Das finde ich ganz cool gemacht, ganz ehrlich. Ich meine, klar, es ist Eis, man kann durch Eis durchgucken, aber so an sich ist es keine Selbstverständlichkeit. Verdammt, voll daneben gehauen. Ich hoffe, ich treffe jetzt keinen. Ja. Zack und pom. Und da wurde Xano voll weggebremst. Oh, das hat gesessen auf dem Kleinen. Soll ich ihn hungrig machen? Ich habe nämlich Ermüdungsgeschichte, dadurch wird er hungrig. Okay. Da hätten wir eigentlich. Xano hat da sogar ein Fleisch ausgelegt. Aber der hätte dann schon, heißt es, ein Giftfleisch oder so auslegen müssen. Bin nicht in meine Richtung. Okay, den Schuss kann ich nicht abblocken. Da brauche ich wirklich erst Blocken hoch oder sowas. Xano hat eine Falle ausgelegt. Und bam. Ja. Immer schön Ermüdung reinhauen. Das kostet den. Jeder einzelne Schuss von. Also jeder einzelne Pfeil kostet den eine Menge Ausdauer. Wie der so ohne Panzerung aussieht. Und ohne Schwanz. Ping. Weil ich finde den Eisack. Poke. Poke. Ey! Ich poke ihn gerade. Lass mich ihn poken. Poke. Ah, siehst du, der ist außer Puste.
Hat funktioniert. Gut, dann kann ich meine Beschichtung raushauen. Dann hebe ich mir das lieber auf und noch ein zweites Mal. Xandl kommt rein und kriegt erstmal. Oh. Nicht so machen, dass er rauskommt. In die Falle reingrast. Ja. Puh. Selber schuld. Jetzt rastet da bestimmt. Selber schuld. Zack. 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 Oh fuck, der will mich rammen. Oh je. Geh weg. Oh, voilà. Nein, du bleibst hier. Nein! Pomp. Raus da! Ja. Hab ihn noch getroffen. Bleib mal hier stehen. Er ist weg. Ach, er ist weg. Hätten ihn vielleicht markieren sollen. Na, ja, einfach mal gucken, vielleicht ist er da lang. Er geht da lang. Ich weiß nicht, auf welchen Ebene er sich befindet. Also er kann überall sein, der kann auch draußen sein. Oh. Er ist hier. Gefunden. Er frisst. Ah. Warte mal. Warum geht der jetzt wieder zu... Also manchmal habe ich echt das Gefühl, dass sie sich mit der Karte 0 auskennen. Jetzt laufen sie von der 4 zurück zur 7, anstatt direkt zur 2. Und... Boom! Das juckt dir mal gar nicht. Dass ich da die komplette Explosion reingeballert habe. Ja. Achso. Lol, es hat sogar noch funktioniert. Da dürfte es gar nicht. Ich hätte gedacht, der wirft auch eine Farbbombe. Als erstes. Zack, zack, zack. Immer schön auf die Beine ziehen. Weil ich glaube, die haben wir noch nicht beschädigt, die Beine, oder? Doch, jetzt haben wir. Dankeschön. Jetzt kommt Xano wieder angerannt. Nee, doch nicht. Oh. Ich hätte gedacht, der rennt jetzt wieder. Der versucht andauernd ihn zu blenden. Ja klar, da kann man ihn abhalten, runter. Hier sieht man leider den Schatten. Ne? Ja, zack, 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 zack und Explosion. Warum? Wir können ihn fangen. Willst du ihn fangen? Willst du? Ja, ich habe auch, ich habe alles dabei. Gut. Ich halte dann schon mal die Beruhigungsbomben bereit und Xandl haut weiter drauf. Warte mal, ich schreibe mal gerade ganz kurz. Ja. So. Ihr habt ihn davon abgehalten, die Ebene zu wechseln. Also, Xandl hat... Was macht der? Hat er den umgeworfen oder was? Ja, der hat sich eben gerade so durch verbuddelt. Na, jetzt komm da. Hallo, ich hab Cap geschrieben. Glück gehabt. Also ich. Die anderen Viecher da. warum hauen die weiter drauf? Weil die gedacht haben, weil man so viele getroffen haben, dass der noch nicht fangbar war. Ich glaube, er hat gehumpelt, das reicht. Ich weiß. Es lag eher daran, dass das nicht funktioniert hat direkt auf an. Warte mal, die haben den umgebracht. Xan. Solche Idioten. Taubrustfeldbus, aber das war ich ja, warum Xano sorry geschrieben hat. Und geklappt hat es nicht, weil wahrscheinlich eine von unseren Beruhigungsbomben auf einen von den Spielern gegangen ist. Hm. Also auf Xandl oder Xano, weil ich habe ja eine geworfen, du hast eine geworfen. So, nur mal geschrieben, wofür schreibe ich das? Eieiei. Es gibt. Ich muss mal gucken, was Isaac noch für eine Rüstung gibt. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, Kälte beenden auf jeden Fall. Das ist in dem Fall mir egal. Ich will nur gerade wissen, was der für Bonus jetzt derzeit gibt. Schnarfen, weil ich habe einen Schnabel von ihm bekommen. Aber du genau, brauchtest ja eh das Taubrustfell, das weiß ich noch. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob ich es bekommen habe. Wir haben den Bauch kaputt gemacht. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du bekommst. Ich habe nicht drauf geachtet. Jo, ich weiß. Stimmt, was brauchte ich das nochmal?
Das ist jetzt die andere Frage. Brauchen tue ich's, aber für was? Ich guck mir, du kannst ja schon mal nach den Waffen gucken, ich kann dir die Effekte vorlesen. Ich wollte selber einfach mal gucken. Kannst du überhaupt schon. Was hat denn der Kopf? Ah, der hat auch wie der normale Kack. Warte mal, der normale Knacktor hat gar keinen Blocken. Hat er das nicht, ne? Der normale hat Konstitution, Feuerangriff, Schärfe und Flammenaura. Der Eisacknacktor hat jetzt Block und Block hoch. Okay. Und Schärfe, also kannst du auch noch schnell schärfen danach. Eigentlich gar nicht schlecht für eine Waffe mit Schild. So, verbessern. Jetzt müssen wir mal gucken. Verbessern. Brauchte ich das jetzt nochmal? Schmieden. Ist jetzt einer von denen? Drohne. Herzschuss. Ich könnte mir eine Feuerwaffe machen, einen Messingstangen von Uragan. Ganz ehrlich, ich brauche Uragan-Sachen eh nicht. Also, komm, mach mir mal den Bogen. So. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich das nochmal gebraucht habe. Ach du Scheiße, jetzt brauche ich einen Uragan-Rubin oder eine schwarze Uragan-Schuppe. Okay. Keine Ahnung. Ich meine, aber du hast es für irgendwas gebraucht. Ja. Vielleicht war ich auch eben gerade so schnell beim Überfliegen, dass ich das nicht gesehen habe. Ich gucke gerade nochmal langsamer drüber. Was kann ein Uragan seinen Bogen für Beschichtung nehmen? Mal gucken. Du kannst Nahkampf noch benutzen. Toll. Dann nehme ich lieber Ach, egal. Egal, ich finde es gerade nicht. Warte mal, kann ich mir vielleicht eine neue Waffe dadurch schmieden von dem? Gift und Schlaf. Verschmieden. Morphaxt. Hier habe ich Lähmung. Okay. Nö. Sieht nicht so aus. Oh yeah, jetzt habe ich wieder meinen Revolver. Verschmieden, Moment mal. Was haben wir denn auf der letzten Seite gehabt? Die habe ich ja. Nö. Okay, Freunde. Ich würde mich verabschieden. Hast du noch was? Nö. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diesmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Yep. Bis dahin. Bis dann.